Ich war schon immer gerne in der Natur unterwegs, habe immer Sachen mit heimgebracht und habe immer schon gerne die Natur beobachtet. Damals natürlich nicht so ein gutes Zeiss-Mikroskop gehabt. Ich glaube einfach, dass es spannend ist, Dinge zu entdecken und zu verstehen, wie unsere Natur funktioniert, wie bestimmte Dinge aufgebaut sind, was ein Mikroskop einfach sieht. Einerseits glaube ich, andere Menschen zu motivieren und was von dem Schatz, den man selber eigentlich ein bisschen besitzt, wenn man die Natur ein bisschen kennt und kennengelernt hat im Studium vielleicht oder auch über die Mikroskopie, das weiterzugeben ist schön. Und das Zweite, man lernt immer selber viel. Wie sich viele erinnern, haben wir Heart for Science anlässlich der 175-Jahre-Feier ins Leben gerufen. Und da haben wir nicht gewusst, wie es sich entwickelt. Aber jetzt ist ganz ein wichtiger Baustein für uns, dass wir nach außen wirken als Zeiss, sichtbar werden, aber auch unseren Kollegen die Chance geben, in den Schulen dort junge Menschen zu begeistern. Und insofern ist Heart for Science auch tief in unserem Herzen verankert und wird auch sofort Bestand haben und weiter erfolgreich sein, da bin ich sicher. Wir haben 11 Kindern, Schüler und Schülerinnen Mikroskope gezeigt, Stereomikroskope gezeigt, haben gemeinsam mikroskopiert, haben Proben aus der Natur entnommen und sind in die Welt der Pflanzen und Tiere eingetaucht. Es ist immer total schön zu sehen, wenn Kinder das erste Mal Dinge erkennen können, die sie vorher nicht erkennen konnten, durch ein Mikroskop die kleinsten Bausteine zu sehen. Diese Augen, ja, diese Begeisterung für das, was man da macht und was man da sehen kann, ist jedes Mal jeden Einsatz wert. Am besten hat mir gefallen der Schmetterling, weil da hat man gesehen, wie die Strukturierung, wie er aufgebaut ist. Ich habe in einem Workshop gelernt, wie man mit Mikroskopen umgeht und wie man es einstellen kann. Und das finde ich sehr cool. Ich habe gelernt heute, dass man das manche Sachen von außen, also wenn man es so selber sieht, eigentlich unspektakulär ausschauen. Aber wenn man es dann so genau ausschaut, dass die dann richtig spannend so ausschauen können. Also was ich am coolsten gefunden habe beim Workshop, war, dass wir spazieren gegangen sind, alles mitnehmen können, was wir möchten. Und dass wir das dann unter die Mikroskope gelegt haben und uns das angeschaut haben. Und das große Mikroskop, was es da gegeben hat mit der Kamera, war am coolsten.